soll zukünftig diese Firma leiten. Sie wird alles lernen von der Pike auf und dann ihre Vorgesetzte sein. Ich bin für Sie da. Wann immer Sie mich brauchen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Frau Suko, das ist Ihre erste Titelrolle in einem großen TV-Film. Was bedeutet Ottilie von Faber-Castell schon vor der Ausstrahlung für Sie? Also zum ersten Mal bedeutet es für mich, dass das eine wahnsinnig wundervolle Drehzeit war und die Rolle für mich wirklich ein Traum war, Ottilie in alle Lebenssituationen hinein begleiten zu dürfen. Es war wie eine Spielwiese für mich. Wir erzählen sie ja in einem Zeitraum von 20 Jahren. Und das war schon sehr besonders, die Figur von ihrem 16. Lebensjahr bis zum 37. so begleiten zu dürfen, mit diesen wunderbaren Kollegen und den wahnsinnig tollen Kostümen. Das war eine wahnsinnig tolle Drehzeit. Und du trägst bald eine große Verantwortung. Der Mann an deiner Seite muss mehr als nur ein verliebter Schöngeist sein. Er muss dich und unseren Namen schützen. Sie spielen die Figur über einen sehr, sehr langen Zeitraum, nämlich von Ihrem 16. bis zum 41. Lebensjahr. Was war die schwierigste Phase? Also wo konnten Sie sich am schwersten hineinversetzen? Ich glaube, die Herausforderung dabei lag daran, dass wir natürlich nicht chronologisch gedreht haben. Und ich glaube, da lag die Schwierigkeit, dass man eben, ich am Morgen die 16-jährige Ottilie gespielt habe, mittags die 37-jährige und abends hatte ich meine Hochzeit im Alter von 22 Jahren. Und für dieses Springen in den Szenen, weil man eben nicht chronologisch dreht beim Film, weil man das auf die Motive eben anpasst, da war einfach eine große Vorbereitung vonnöten, dass man immer genau weiß, wo ist man gerade, was hat die Figur jetzt in diesem Moment der Szene gerade durchgemacht vorher und was eben noch nicht, so, dass man immer genau wusste, wo finde ich mich. Und da hatte ich aber eine tolle Unterstützung durch die Regisseurin Claudia Garde, die einfach so sehr Bescheid wusste und so toll recherchiert hat, dass sie uns da auch immer sehr den Rücken gestärkt hat. Wie hätten Sie sich selbst in dieser Zeit zurechtgefunden? Ich glaube, dass die Zeit sehr spannend war. Ich glaube, dass es auch in dem Anfang der Industrialisierung so ein bisschen Ähnlichkeiten und Parallelen zu unserer heutigen Zeit gibt, wo die Digitalisierung uns auch ein bisschen verwirrt, oder es war so eine Zeit des Aufbruchs, wo man, glaube ich, für viele Entscheidungen getroffen wurden und Wege gebahnt wurden für die Zukunft. Und das ist eine sehr spannende Zeit. Ich glaube aber, dass sie auch gerade für die Frau nicht sehr bequem war und dass es auch, wie man eben auch an dem Leben von Faber-Castell sieht, von Ottilie, diese gesellschaftlichen Konventionen so stark waren, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin schon froh, freie Entscheidungen treffen zu können. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Wichtigkeit des Films. Wie wichtig ist denn der in der heutigen Zeit noch? Also welche Relevanz hat er heutzutage noch? Also ich glaube, die Entwicklung der Gleichberechtigung ist eigentlich noch jung. Und Ottilie und ihre Weggefährtinnen haben die Ebenen dafür gelegt, dass wir heute in einer relativ emanzipierten Gesellschaft leben. Ich glaube aber, dass da auch noch viel Zeit und Entwicklung vonnöten ist, dass es noch weitergehen muss, dass die Strukturen sehr fest in uns allen verwurzelt sind und dass es wichtig ist, über diese starken und mutigen Frauen zu reden. Eine Frage zum Schluss haben wir noch. Wer war denn am Set der bessere Küsser? Hannes Wegener oder Johannes Zörner? Oh, ich habe Hannes nicht so oft geküsst, ehrlich gesagt. Es hat ja lange gedauert, bis die endlich zueinander gefunden haben, Ottilie und Philipp. Deswegen haben wir, glaube ich, wir haben wirklich sehr wenige Kussszenen leider gedreht. Ich kann mich da leider nicht festlegen.